Dieser Betrieb ist lahmgelegt! Wir streiken! Hallo zum Arbeitskampf, heute mit dem Jan. Hallo, Genossen. Hallo, Genosse Phil. Ich sag nix, ich streike. Aber du musst an Mario weitergeben. Mario, reih dich ein. Streikbrecher Mario. Ich schweige. Nein, der Einzige, der ja wirklich richtig konsequent streikt, ist Ben. Richtig. Weil sein Cousin morgen arbeiten muss. Das Leben findet, die Ironie findet einen Weg. Ja, wir sind natürlich nicht beim Arbeitskampf, wir sind beim Zylonensender. Das habt ihr sicher schon erkannt, weil wenn ihr das hier einschaltet, seid ihr immer beim Zylonensender. Und wir reden heute über eine neue Battlestar Galactica-Folge, die da heißt Streik oder auf Englisch Dirty Hands. Sie wurde am 25. Februar 2007 erst ausgestrahlt und wieder, wie oft ein Jahr später, am 7. März 2008 in Deutschland. Regie führte Wayne Rose, kommt mir unbekannt vor. Aber die Drehbuchautoren Jane Espenson und Anne Coffell-Saunders haben wir schon sehr oft gehört. Phil, du möchtest uns die Folge zusammenfassen. Na gut. Kein Streik mehr? Nee, kein Streik mehr. Ich bin da genauso konsequent wie bei allen anderen Dingen in meinem Leben. Es beginnt mit einem zum Glück einigermaßen glimpflichen Raptor-Unfall, der darauf zurückzuführen ist, dass der Treibstoff verunreinigt war. Relativ schnell kommt dann heraus, dass die Leute, die auf diesem Treibstoffproduktionsschiff tätig sind, dass sie diesen Treibstoff bewusst verunreinigt haben, weil die mit ihren Arbeitsumständen da so unzufrieden sind und das Gefühl haben, dass ihnen aber gar keiner zuhört. Und sie eben dachten, dass sie so Aufmerksamkeit erregen können, was auch funktioniert hat, weil alle sehr besorgt sind, weil ohne Sprit ist doof, weil gibt ja auch noch Zylonen. Die Präsidentin fackelt nicht lange und lässt den Anführer von den Saboteuren einsperren. Und der Chief wird dann auf dieses Schiff entsandt, um das Ganze da wieder, um die Produktion wieder ans Laufen zu kriegen. Und 5 Minuten später ist der Chief selber der große Streikanführer. Hat ja auch schon gute Übung aus seiner Zeit als Gewerkschaftsführer auf Neu-Caprica. Der Streik wird von Adama dann mit recht rabiaten Mitteln beendet. Also er bringt den Chief dazu einzulenken. Und der darf dafür aber am Ende der Folge mit der Präsidentin zusammensitzen und sie reden so ein bisschen über Dinge, die sich ändern müssen in dieser Gesellschaft.
Das war die knappe Zusammenfassung. Das war eine sehr umfangreiche Zusammenfassung, möchte ich sagen, aus deinem Munde. Dafür, dass du eben noch gestreikt hast. Vielen Dank. Ich dachte am Anfang, der Raptor fliegt jetzt auf die Colonial One zu und fliegt da irgendwie in die Scheibe rein. Ja, ist er auch. Aber macht er also halt nicht, nur nicht in die Scheibe rein, ist halt nichts kaputt gegangen. Ja, genau. Aber ja, es gibt aber schon strukturelle Schäden. Stimmt, sie sagen ja dann. Sie ja nicht umziehen. Stimmt, genau, sie zieht ja dann um. Sie ziehen ja in die untere Etage, wo die Präsidentin auch sagt, ach, hier war ich vorher ja noch gar nicht. Und genau das ist das Thema dieser Folge. Tada! Es zeichnet sich alles schon vor, sehr früh ab. Denn, ja. Habe ich nicht verstanden, den Witz. Ach so, ja, weil die Präsidentin sich Etagen. Ja, sie muss aus ihrem gewohnten Präsidentenumfeld raus, ach dahin, so. wo der Pöbel sonst haust. Ach so, du meinst, dass sie sagt, hier war ich ja noch gar nicht. Das ist das genau. Thema dieser Folge. Ja. Okay, verstehe. Ja, das heißt, sie zieht auf die untere Etage der Galaktika. Nee, von der Colonial One. Colonial One. Die hat auch eine untere Etage. Ich dachte, die hat nur obere Etagen. Ja, ich glaube, die sitzt sonst immer ganz oben da in diesem Aufbau. Oder? So wie der Imperator im Turm. Damit man auch tiefe Schächte runterfallen kann. Ja. Okay. Aber man sieht ja recht gut, wo sie sitzt am Anfang. Sie schaut ja so ein bisschen deppert aus dem Fenster raus. Naja, genau. Deppert. Die lassen ja nach diesem Unfall den, keine Ahnung, wie nennt man das denn, den Vorarbeiter von diesem Treibstoffschiff da kommen. Ich habe das eh nicht ganz verstanden, wie das mit dieser Treibstoffproduktion funktioniert, die man da später sieht. Weil die arbeiten da doch die ganze Zeit nur mit irgendeinem Pulver. Ja, ganz lustiger Funfact dazu ist, die haben das in der Zuckerfabrik gedreht. Echt? Ja. Ich habe mir noch gedacht, warum? Vancouver, in der Zuckermühle. Okay. Und keine Ahnung, vielleicht ist das wirklich Zucker, der da durchfällt. Unraffiniert. Ist ja auch eine Art Treibstoff. Ja. Ich habe mir. Aber da habe ich mich halt auch gefragt, die geile Zukunft und so sehen deren Raffinerien aus. Ja, genau, das wollte ich jetzt auch schon zweimal sagen. Andererseits passt das ja schon. Das passt aber total gut zu der Serie, finde ich. Finde ich eigentlich auch, weil man sieht ja immer so die. So, wenn man auch so Häuser oder so sieht, dann beim letzten Mal, als Adama da Rückblenden hatte mit seiner Frau, das sieht ja immer so aus wie ein ganz normales Haus. Schon immer noch alles sehr mechanisch. Also sieht genau, und auch halt alles wie auf der Erde sieht halt so aus, auch bei Starbuck und so in der Wohnung. Das hier hat mich halt nur ans 18. Jahrhundert schon fast erinnert. Aber wenn das so irgendwie so eine alte Zuckermühle ist. Das sollte ja auch so industrialisierungsmäßige Umstände darstellen. Wegen dem Thema sieht das vor allem so aus, ja. Ja. Aber ich habe mich halt auch gefragt, haben die nicht vielleicht ein bisschen was Moderneres, um Überlichtgeschwindigkeitstreibstoff herzustellen als Vielleicht ist es ja auch aus der Not geboren und das Schiff war eigentlich dafür gar nicht gemacht und die haben sich irgendwie MacGyver-mäßig da eine Produktionsanlage eine Zuckermühle Das fände ich schon besser zusammengetaped. Als den Zufall, dass ein Raffinerieschiff den Genozid überlebt hat. Das fände ich dann schon besser. Ja, ist aber eigentlich egal. Ja, genau. Also ich glaube, wie gesprungen. Sie haben das natürlich deswegen genauso gemacht, um dieses Thema anzusprechen. Dieses Industrialisierungs-Arbeiterthema. Ja, das wird ja sogar vorher noch angeteasert, als es diese kleine Szene da im Hangar gibt mit der. Ah, jetzt ist Ben nicht da, der kann immer alle Namen. Ja, also diese eine, die gerne Pilotin eine werden würde. Moment, ich hab's gleich. Die das aber nicht. Nicht Helix, weil. Helix. Genau. Helix. Weder Helix noch Helix. Helix war der aus Voyager. Star Trek. Genau. Weil ihr Job da so unverzichtbar ist bei der
wie sagt man das dann? Bei der Deckcrew da. Kriegswichtig. Nee, wie nennt man das? Hat man das im Krieg genannt? Kriegsentscheidend, nein, kriegswichtig. Keine Ahnung. Doch, ich glaube kriegswichtig. Ja, ja. Irgendwas mit Avionik-Zeug, da wäre sie wohl. Ja, da wird ja dieses Thema schon mal so leicht eingeführt, was der Chief später nochmal ganz breit auf den Tisch packt. Aber eigentlich war ich ja schon bei diesem Vorarbeiter von dem Raffinerieschiff. Ja, aber da wird's auch nochmal gezeigt, weil sie fährt da halt die Wäsche aus. Ja gut, das ist ja aber nicht ihr Hauptjob, oder? Das habe ich also hatte ich jetzt klar, so verstanden. Nicht, du darfst nicht Pilotin werden, weil niemand kann so gut Wäsche machen. So meine ich das auch gar nicht. Aber sie fährt da eben die Wäsche aus und ich könnte mir vorstellen, dass das Hilo zum Beispiel nicht macht. Als Offizier. Ja. Ja. Und dass sie halt eine von der Deckcrew ist, die eben dreckige Hände haben. Ja. Aber Tyrell sagt eben, weil sie die Entschuldigung, die offizielle ist ja, weil sie essentiell für die Mission ist. Ja, und das ist ja wahrscheinlich auch nicht mal gelogen, dass sie irgendeinen wichtigen Job macht. Ja, wahrscheinlich nicht. Weil die haben ja jetzt keinen Überschuss an qualifiziertem Personal. Ja. Ja, dieser Vorarbeiter, dessen Namen ich natürlich auch nicht weiß. Xenofenner. Fenner. Herr Fenner. Der gibt ja relativ unumwunden zu, dass die diesen Treibstoff absichtlich verunreinigt haben. Weil solange alles funktioniert, können die um bessere Arbeitsbedingungen bitten, so viel sie wollen. Niemand hört ihnen zu. Und sie dachten sich, so kriegen wir vielleicht die Aufmerksamkeit. Und zack, 10 Minuten später steht er vor der Präsidentin und vor dem Admiral. Und dann setzt er noch einen drauf. Ja. Ich hatte es eher so verstanden, dass er eben als Entschuldigung bringt, so, ja, wir sind halt alle überarbeitet, war ein Unfall, aber was ich lustig finde, ich habe vorher oft angerufen, quasi keiner hat abgehoben, aber wenn einmal was schief geht, dann bin ich sofort hier, vielleicht sollte öfter mal was schief gehen. Ja, das habe ich eben so verstanden, als er gibt relativ unumwunden. Ja, aber ich hatte das nicht so verstanden, dass es eine absichtliche Verunreinigung war. Ich hatte es mehr verstanden, es war eine als Ergebnis der eben Überarbeitung der Mitarbeiter. Ja. Also vielleicht habe ich das missverstanden, aber für mich klang es sehr eindeutig nach, das ist jetzt ein ganz deutliches Zeichen von uns, wenn ihr uns nicht jetzt sofort zuhört, dann ist die ganze Flotte am Arsch, weil dann gibt es keinen Treibstoff mehr. Genau. Nur, dass ich keine Absicht dahinter unterstelle. Also, aber vielleicht habe ich irgendwas, ich habe es auf Englisch geguckt und war ein bisschen müde, vielleicht habe ich da nicht alles kapiert. Auf jeden Fall ist das ja jetzt als Drohung auffassbar und so fasst es die Präsidentin ja auch direkt aus. Ja, Diktatorpräsidentin. Naja, also ich glaube, der Punkt alleine hätte jetzt noch nicht gereicht für diese Überreaktion von Roslin, aber dann zitiert er ja noch aus Baltas Buch. Manifest, Schrift, also er selber würde es wahrscheinlich nicht einfach nur als Buch bezeichnen, sondern als, weiß nicht, Abhandlung oder irgendwas Akademisches. Ein Essay. Akademisch Klingendes. Wie heißt es noch gleich? Meine Fehler? Ja, keine Ahnung. Meine Fehler. Erfolge. Meine Fehler, eure Schuld. Genau. Würde jetzt zu ihm passen. Und verdammt. Meine Fehler, genau. Ich glaube, auf Deutsch heißt es meine Fehler, meine Triumphe. Und Fehler sind wichtiger da. Das dreht sich halt ganz zentral um Klassenkampf. Ja. Warum auch immer, was auch immer das mit Baltas Fehlern und Triumphen zu tun hat. Aber darum geht's. Ja, und das reicht für, dass sogar Adama so ein bisschen erstaunt über Roslins Reaktion ist, die nämlich dann überhaupt keine Sekunde zögert und Fenner in die Brücke schmeißen lässt.
Und dann noch sagt, irgendwie, sie hat die Idee, I'm thinking of having a good old-fashioned book burning. Als Adama mit ihr darüber redet, wie man eben das vielleicht angehen könnte. Genau, also du hast ja schon gesagt, Phil, dass Adama da auch so ein bisschen skeptisch guckt. Er ist ja auch sichtlich genervt, weil dann, als er mit dem Chief telefoniert, dass der Chief jetzt deswegen auf das Schiff gehen muss und dafür... Ja, weil er den ja selber gut brauchen dann, könnte. Dann fragt der Chief ja noch, warum Fenner denn inhaftiert wurde, und dann sagt Adama, er hat die Präsidentin genervt. Und dann sagt Kelly, was, dafür kommt man jetzt schon in die Brick? Und dann meinte der Chief, ich glaube, er hat es nicht ernst gemeint. Also der hat das ja schon so resigniert irgendwie gesagt, dass er keinen Bock auf diesen Scheiß eigentlich hat. Und dass er das natürlich auch nicht in Ordnung findet. Ja, wobei, da weiß ich halt immer nicht, ob Adama das selber wirklich nicht in Ordnung findet oder ob er nur mehr überrascht darüber ist, dass Roslyn da so zackig war. Weil Adama, der auch eine ganz gute Quote, wenn es darum geht, Leute zu verhaften. Ja, er will der Bad Cop sein. Er will nicht der Good Cop sein. Ja. Da hatte er ja auch noch keine Probleme mit in der Folge. Stimmt. Aber ich glaube, dass er eben damit nicht einverstanden war, sondern eben da vielleicht doch erst nochmal... Ja, der hätte vielleicht ein bisschen länger... Also hätte es vielleicht noch einmal anders versucht mit. Genau. Aber er hätte jetzt auch nicht wirklich ernsthaft mit Fenner verhandelt, sondern er hätte gesagt, ja, doof, aber ist für uns alle doof. Jetzt dreh dich rum, hör auf zu heulen und mach deine Arbeit. Ja oder hat da hätte ihn halt dann in die Brick geworfen. Ja, ich glaube, er hätte ihn schon zurückgeschickt, aber bei Balter sieht Roslyn halt ein rotes Tuch. Genau. Und da ist die halt ganz schnell auf 180. Ja. Sie hat ja dann auch sichtlich Freude, als sie danach mit ein paar Marines zu Balta in die Zelle geht, um ihm die neuen Seiten seines Geschreibsels. Die schneiden dann ja die Matratze auf, wo ich finde es so geil, dass die mit Stroh gefüllt ist. Ja. Ein Gefängnis hat auch Tradition. Ja, stimmt. Also die sind schon seit Monaten im All unterwegs, aber haben ja vor allem im All. Das sind Algen. Also das ist eine raumfahrende Nation. Ja. Und die stehen immer noch auf mit Stroh gefüllt. Nein, die sind aus dem Algenplaneten bestimmt. Das sind Algen. Aus der Battlestarpedia steht da auch, as scripted, Balta was supposed to be stripped naked. Ach but so. The actors felt that he should retain some of his dignity. Ja, ob das jetzt so gut geklappt hat, weiß ich auch nicht. Ja, aber also ich habe ja erst gedacht, ne, die fangen dann ja an, weil sie in der Matratze nur Stroh finden, fangen dann die Marines ja an, ihn zu entkleiden, und dann kommt die Head Six ja noch dazu und fährt ihre ich Hand frag, so warum in seine liegt hier eigentlich Hose, Stroh? Wo ich so dachte. Wo ich so, das wäre jetzt echt geil, wenn der Marine den auszieht und die Roslyn irgendwann pikiert fragt, haben Sie eine Erektion? Aber dann sie die Zelle verlassen und er aus der Unterhose seine Memoiren oder sein Manifest hervorfördert, was er ja auch macht, bevor die Unterhose unten ist. Genau. Und dann nimmt sie es aber nicht entgegen. Sondern der behandschuhte Marine. Genau. Ja, und da gibt es auch gleich weiter in dem Weg. Ja, und dann steht er da. Und hat kein Buch mehr. Und die Präsidentin erzählt ihm auch noch, dass es niemand gelesen hat, weil sie hat alle Exemplare abfangen lassen, alle Seiten, die der Anwalt rausgeschmuggelt hat. Wollte. Was ja offensichtlich gelogen ist. Das erfahren wir später auf jeden Fall. Also das wissen wir jetzt schon, aber Walter erfährt es später. Genau, er kauft es ihr schon ab. Ja, dann kommen wir in die Fabrik. Genau, da ist dann der Chief und sieht sich das erstmal alles an. Die Fabrik haben wir ja schon beschrieben, das ist offensichtlich eine Zuckerfabrik. Ja, und es ist halt wirklich alles sehr, wir haben es ja schon gesagt, so auf
das soll die ganze Zeit vermittelt werden, dass es ganz, schlimmer ganz harte, ja, harte ja. Bedingungen sind. Da müssen Kinder arbeiten, das schaut alles echt nicht. Also ich glaube, ein TÜV-Mitarbeiter würde da wahrscheinlich einen Herzinfarkt kriegen, weil das so alles vor nicht allem, abnahmefähig ist. Vor allem später, wenn der Typ da unters Band kriegt. Ja. Naja, und das ist aber schon alles sehr nicht nur mechanisch, sondern auch gar nicht automatisiert. Die schleppen ja die ganze Zeit irgendwelche Kisten durch die Gegend und schmeißen. Deshalb meinte ich ja vorhin, dass es so ein bisschen aussieht, als hätten die sich da selber so eine Fabrik halt zusammengezimmert aus irgendwelchen Teilen. Genau. Letztendlich geht es ja um Thylium. Also sie raffinerieren Thylium und das ist sowas wie dieser Sand, den sie da haben in dem Lager. Oder? Oder ist das das Endprodukt? Genau. Nö, das ist dieses, das ist das Endprodukt, das wird dann mit ein bisschen Wasser vermischt und dann ist es Treibstoff. Genau. Letztendlich ist es das. Dann kann es gibt das Erz, dann das raffinerierte Erz und dann später das raffinerierte Thylium. Als halt dann den Treibstoff. Also so Bilder, Tim, musst du jetzt immer vor Augen haben, wenn du Anno spielst. So geht's den Leuten, die du da zum Arbeiten schickst. Auf jeden Fall, aber ich habe zumindest schon Elektrizität. Ah, das haben die da auch, das heißt nichts. Bei Anno ist das ganz klar geregelt. Da gibt's die Bauern, die Arbeiter, die, was noch? Die Handwerker und die Ingenieure. Ist wie in der Serie hier, oder? Wie in der Serie. Ja. Jeder hat seinen festen Platz. Na, aber man kann immer Blue, upgraden Black und wieder downgraden. Und das ist eben nicht wie in der Serie. Du kannst, wenn du mehr Handwerker brauchst oder mehr Ingenieure, kannst du immer die unteren nach oben upgraden. In der Serie die Leute dürfen nicht auch machen, was sie wollen, sondern haben die Jobs zu erledigen, die ihnen zugewiesen werden. Ja, genau. Das ist auch ein Upgrade in der Folge, also geht es hier auch. Stimmt, das gibt es ja auch. Ja, das haben wir gar nicht erwähnt, glaube ich, gell? Aber ich glaube, das können wir später machen. Da kommen das wir kommen noch, ja später. Da kommen wir noch zu. Ja, jetzt kommen wir erstmal zur TÜV-Abnahme. Genau. Ja. Weil er schaut sich ja. Geht ja echt schnell, finde ich, mit Tyrell, wie er da die Seiten wechselt, weil er sofort, nachdem er wieder zurückkommt, geht er ja zu Roslin und Adama und sagt, irgendwas läuft hier ganz furchtbar schief. Er schaut sich das ja erstmal an und sieht so ein klägliches kleines Häufchen dann noch und sagt, das ist unser Vorrat? Oh, jupp. Ja, aber ist das jetzt das Endprodukt? Oder ist das das Unraffinierte? Ja, da fahren sie doch später mit einem Bagger ran und kippen das auf die. Also ich glaube, damit fangen sie an zu arbeiten. Ja. Also, aber es ist ja auch egal, naja, was von beiden es ist. Ja gut, es ist egal, aber es macht halt keinen Sinn, wenn es der Rohstoff wäre, weil da hätten sie ja keinen Einfluss drauf, egal ob sie jetzt streiken oder nicht. Ja, ich glaube, das war einfach nur, um zu verdeutlichen, dass sie recht bald Nachschub finden müssten, weil sie sonst ein großes Problem haben. Ja. Hatten wir das nicht schon mal, dass sie, warte mal, die haben doch das irgendwann, Essen. Die haben doch das... Nee, aber die haben doch auch irgendwann das Raffinerieschiff gebaut, oder? Nee, haben die auch was für einen Zylonen überfallen mit dem Treibstoff. Ja, wo sie dann irgendwie genug Treibstoff für... Stimmt. Ganz viele Sprünge. Aber ich dachte, die hätten auch mal Raffinerieschiffe gebaut, als noch die Pegasus da war. Muss man nochmal recherchieren. Aus alten Schiffen zusammengeschlacht. Vielleicht ist es dann tatsächlich so ein selbst zusammengebautes. Kann schon sein. Naja, und auf jeden Fall, die Ventile sind auch weg. Also der neue Vorarbeiter, der gerade befördert wurde, weil der alte ja in der Brick ist, der hat offensichtlich die Ventile versteckt, weil es gibt irgendwelche Ventile, die braucht man, damit die Maschine funktioniert, die sind alle weg. Ja, keiner weiß, wo sie sind. Ja. Niemand weiß, wo sie sind. Mysteriös. Selbst nicht dieses kleine, vorlaute Drecksmiststück von Kind. Der sagt, der Admiral kann mich am Arsch lecken. Ich kann ihn ja verstehen. Irgendwo schon, ja. Also ich hatte ihn während der ganzen Folge hatte ich keine Minute Sympathie dafür, wie Roslin und Adama
das alles so abbügeln. Nee, so völlig uneinsichtig. So, wir leiten hier die Flotte, dabei haben sie augenscheinlich den Kontakt verloren. Wie ist halt der regierenden Masse, ja, Masse also, ist es ja nicht, aber der regierenden mir Gruppe. Mir ging es ganz oft so, dass so meine Hosentaschen-Guillotine nach Einsatz gerufen hat. Was ist denn die Hosentaschen-Guillotine? Wenn du mal Ausdruck schnell die Oberschicht einen Kopf kürzer machen musst, dafür brauchst du immer eine einsatzbereite Guillotine. Ah, also in der Hosentasche ist mir eine Guillotine viel die zu nah ausklappbar. Dann kannst du auch noch gleich eine Beschneidung haben. Ja, ich denke da nämlich an Helden in Strumpfhosen. Ja, genau. Der hat ja auch so eine kleine Guillotine. Genau. Da tun wir den Pinöppel da durch und dann machen wir einfach. Zip. Der wird aber, der Chief wird dann, als er zurückkommt, relativ schnell wieder von Adama und der Präsidentin abgekanzelt, oder? Ja, ihm geht's im Prinzip genauso wie vorher halt Fenner auch. Er kommt nur nicht in die Brick, weil er das Buch noch nicht gelesen hat. Ja, genau. Das sagt so, oh ja, arme Babys, weitermachen. Was auch noch eben zeigt, dass ihnen das Verständnis fehlt. Dem Tyrell wird ja noch erzählt von dem neu beförderten Vorarbeiter, in Anführungsstrichen, dass das Schiff nie auf so eine lange andauernde Produktion ausgelegt war und es ihnen quasi eine Zeitbombe ist und es ihnen irgendwann um die Ohren fliegen wird, wenn die es so nicht runterfahren und reparieren können. Ja, das zum einen und zum anderen spricht Tyrell doch auch schon ganz früh an, dass sich da so ein Ständesystem herausbildet, einfach wo die Kinder erben die Jobs ihrer Eltern und da, wo du halt gelandet bist mit dem. Ja, genau. Das ist das Arbeit, Einzige. Das ist dein Platz in dieser Gesellschaft. Ja, und das ist das, womit er bei der Präsidentin durchdringt. Davor mit den Argumenten dringt er ja gar nicht zu ihr durch. Ja, aber damit dringt er ja auch erst am Ende durch. Naja, zwischendurch ist sie da schon auch mal einsichtig. Nur es ist noch nicht so weit. Ist nur nicht so doch, weit. Doch, sie kippt dann Tropfen auf einen heißen Stein, indem sie eben ja sagt, wir sammeln jetzt hier alle Leute von der Flotte zusammen, die irgendwas mit Handwerk gemacht haben und schicken die einfach auf das Raffinerieschiff. Und da kommt ja dieser Farmerjunge, der eigentlich nur einen Sommer auf einer Farm gearbeitet hat. Ja, das ist ja aber schon, das ist zufällig schon das, dahin. Nach dem zweiten Gespräch, was der Chief hat, also genau. Sein erster Bericht, der wird noch völlig, genau, das ist, völlig desinteressiert, einfach. Ja, aber da bringt sie ja noch, da bringt er auch noch nicht dieses Argument. Nee, genau. Das ist erst, wenn er mit ihr alleine spricht. Mhm. Ja, das klappt doch. Und da, der Akademiker, der muss jetzt auch, muss jetzt auch aufs Arbeiterschiff. Also hat es auch jetzt schon seinen Willen bekommen. Dann redet er ja auch noch mit Balta. Ja. Und das ist wieder nur so Balta-Gesabbel. Es ist halt Balta-Gesabbel, was aber sehr, also es sind genau die richtigen Worte an genau den richtigen Mann. Ja. Also das ist natürlich so und ich glaube sogar auch, dass Balta sich selbst glaubt. auch wenn er so Gedanken natürlich nie hätte, wenn er auf der anderen Seite wäre. Aber ich glaube, jetzt in dem Moment fühlt er sich, also glaubt er sich selbst, dass er so den gerechten Kampf für den einfachen Mann kämpft, aus seiner unterdrückten Position raus. Und es gibt da ja auch diese nette kleine Szene, wo der Chief zu ihm sagt, so, ja klar, als wüsstest du überhaupt, was irgendwie harte Arbeit ist. Du bist doch der Letzte, dem er sowas irgendwie abnehmen kann. Und der dann sagt, der kommt von
Ich kann mir sowas, ich weiß es auch Namen immer nicht merken. Halt von Tauron, Virgon. Er kommt nicht von Caprica, sondern von dem Agrarplaneten, weil es ist natürlich so, wie das immer in Science Fiction ist, dass jeder Planet genau hat einen Zweck und wahrscheinlich nur eine Klimazone, so wie es bei Star Wars auch ist. Und er kommt halt von dem Landwirtschaftsplaneten. Der so hat sich da ist, raus, dass man die ganze Zeit so redet. Ja. Spice, immer davon geträumt, so auf dieses aber hier kultivierte und reiche und so eine Zukunftsressource, die eigentlich aussieht wie Glitzerzucker. Und das ist dann wie Thylium ja auch. Ja, stimmt. Erelon heißt der Planet. Ich habe das jetzt nur auf Englisch geguckt. Hat der in Deutsch, redet der dann auch so komisch durch seine... Ja, so, nee, da redet so er so mit so Kratzen im Hals. Ich habe es auf Deutsch geguckt diesmal. Wo ich dann denke, was ist das für ein komischer Akzent? Ja, habe ich mir auch gedacht. Das ist ein sehr seltsamer Akzent. Ja, also wenn alle dort so reden, das ist schlimmer als in der Schweiz dann. Na gut, aber der Akzent war ja trotzdem auch ein anderer. Der hatte ja nicht mehr es war ja nicht nur die Stimmlage, die eine andere war, sondern schon auch, wie er Worte ausgesprochen hat. Okay, in Deutsch. Zumindest im Englischen. Ja, im Deutschen war es normal eigentlich. Ja. Nur Stimme verstellt irgendwie. Nur kratzig im Hals. Und er hat halt seit der 10 es angefangen, dann sich den Kapriziösen oder wie man auch immer den Akzent von Caprica nennt, anzugewöhnen. Damit er irgendwann von Erelon runter kann und sich als jemand anderes ausgeben kann, als jemand von der schönen intellektuellen Kunstwelt Caprica. Ja. Einer aus der Oberschicht. Einer, der ins Elysium will. Auf jeden Fall, du hast das auch schon gesagt, Phil, seine Worte finden natürlich beim Chief dann Anklang, auch wenn der es erstmal nicht zugeben will. Aber der macht sich dann so seine Gedanken. Macht aber erstmal weiter und ist dann wieder auf dem, ich hätte schon fast gesagt, auf dem Gefangenenschiff. Nein, ist dann wieder auf dem Arbeiterschiff. Ja, naja, die Leute können da ja auch nicht weg. Das sagt er ja irgendwann auch, dass sie sich von Sklaven gar nicht so sehr unterscheiden, weil keiner von denen hat eine Kontrolle darüber, ob er da sein darf oder will oder ob er nicht lieber. Sie sind einfach seit Kriegsbeginn dort. Und ja, genau. Nichts anderes und mehr, die haben überhaupt kein Mitspracherecht. Mhm. Die dürfen keine Pause machen, weil es ist ja so eine entscheidende Ressource, die da hergestellt wird. Also Gefangenenschiff ist eigentlich gar nicht so falsch. Ja, man kann aber auch sagen, denn auf der Galaktika geht es schon ganz genauso, den Jäger, den Viper-Piloten. Ja, die sehen aber alle ein bisschen fresher aus. Ja, das liegt aber daran, weil sie Duschen haben. Weil die nicht 12-Stunden Schichten mit körperlicher Härte arbeiten. Ja, das machen die, glaube ich, schon auch. Also die sind ja auch, da gibt es ja auch Folgen, wo die total am Ende sind und Drogen nehmen, weil sie es nicht mehr gebacken kriegen. Also ich glaube, die haben schon das gleiche Problem. Das sind andere Probleme. Ja, aber es ist aber schon eine andere Ebene. Also es gibt so diese schöne Szene später, ja, wo dann der Chief bei der gestressten Präsidentin ist, die ja so viel zu tun hat und sie sich darüber unterhalten, was man besser machen kann und sie so locker flockig Whisky einschenkt in schicke Gläser und in ihrem sauberen Kostüm da sitzt. Also es ist schon was anderes. Ja, aber ich habe es jetzt mit den Jägerpiloten verglichen und ich glaube, das ist nicht so richtig viel was anderes. Doch, das glaube ich schon. Also die haben zwar wieder eine andere Ebene. Die haben zwar viel Stress, das will ich gar nicht abstreiten, aber die haben trotzdem, die können in ihre Bader gehen, die können in ihr Casino gehen, die haben eine ordentliche Dusche, das haben die in den Folgen, wo gerade mal nichts los ist, ja. Ja, aber es gibt ja, aber auch Folgen, wo man sieht, dass sie das nicht können, weil sie die ganze Zeit. Ja, das ist aber der Unterschied. Auf dem Raffinerieschiff ist es halt immer so. Ja, das. Und zweiter Unterschied: Die Soldaten haben sich freiwillig in so eine Position begeben. Die Leute auf diesem Schiff haben das nicht getan. Ja, aber der Unterschied ist halt nicht gegeben, weil die ja alle auf der Flucht sind. Und das ist ja jetzt auch keine freie Gesellschaft. Das muss man ja auch mal sehen. Ja, das ist ja genau der Punkt. Ja, aber das geht halt ja auch nicht. Ja, natürlich geht es. Nein, das geht nicht.
Na doch, es geht auf jeden Fall besser als so. Weil dann alle sterben. Nein, das ist ja Unsinn. Also ich will ja nur sagen, dass du kannst nicht die gleichen Maßstäbe an etwas setzen, wenn alle irgendwie friedlich leben und die Sonne genießen. Die sind ja hier, die kämpfen ja hier täglich über. Das mache ich ja auch. Nein, ums Überleben. Das meine ich nicht. Aber du kannst dich trotzdem auf diesem Spektrum kannst du dich ein bisschen mehr in Richtung Mitbestimmung bewegen, weil so ist das einfach, also so ist es eine Diktatur. Die Leute müssen, ja, und das ist ja mein Punkt, dass da Zivilisten völlig ohne eigenes Mitspracherecht zu Zwangsarbeit verurteilt werden. Und ich weiß jetzt dann nicht, wo das Problem ist, zu sagen, dass das unterscheidet sich jetzt nicht groß von einem Gefangenenschiff oder von Sklavenarbeit. Das ist gar kein Problem, das ist so, das unterscheidet sich nicht groß. Ja, okay. Ja, und das ist scheiße. Ja, natürlich ist das scheiße, ich sage ja nur, das deswegen, hat einen Grund. Klar hat es einen Grund. Das so ist. Ja, aber das Problem, da gebe ich viel recht, ist, dass es eben nicht, oder es ist an einem Extrem des Spektrums und es könnte mit Leichtigkeit, es könnte mit Anstrengung besser werden, aber das Hauptproblem ist eben, man hat momentan eine sehr verbohrte Präsidentin, einen Regierungsoberhaupt, was auch noch per Du mit dem obersten Militär ist. Also dieser Klüngel von Militär und Regierung, den findest du sonst auch nur in Diktaturen. Ja, das ist ja auch eine Diktatur, also Es trägt immer noch den Schein einer Demokratie. Ja, das stimmt. Es kommt ja auch noch dazu, dass die, also du hast ja recht, wenn du sagst, das ist kein Badeurlaub und das Ding muss laufen, aber wenn du das auf diese Art und Weise halt organisierst, dann fragen die Leute sich irgendwann, wozu eigentlich? Also dafür, dass ich mein Leben lang hier jetzt Salz von links nach, oder Zucker, was für eine Fabrik, egal, von links nach rechts schiebe, also einfach nur um zu existieren. Ja, natürlich, das machen sie ja genau in dieser Folge. Ewig mitmachen. Das machen sie ja auch genau in dieser Folge. Ja. Ja. Und dann, und ich finde das, es ändert das sich sehr nachvollziehbar. Ja, finde ich auch. Ich sag ja nur, ich finde auch nachvollziehbar, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist. Das stimmt. Aber es ist sehr, also ich finde es sehr nachvollziehbar, wie es jetzt passiert. Und warum die Situation so ist, wie sie ist, ist ja alles Neu-Caprica geschuldet. Die haben da Schiffe zurücklassen müssen, sie mussten aufbrechen, sie sind quasi seitdem nur auf der Flucht. Also waren sie schon vorher, aber jetzt sind sie halt nochmal krasser auf der Flucht, weil. Ja, und auf Neu-Caprica haben sie auch mal ein bisschen sehen können, wie, oder sich erinnern können, wie es anders genau, war. Genau, genau. Da gab es halt auch eine Gewerkschaft und so weiter. Auf jeden Fall die ersten Tage, Wochen, bis die Zylonen kamen. Ja. Und sie hatten einen Joint Venture mit der Saftproduktion aus Algen. Und genau, das haben wir gar nicht gesagt. Da war ja auch schon der Chief der Gewerkschaftsführer und deswegen. Genau, wurde er jetzt deswegen wird er ja auch rübergeschickt. Ja, genau. Er ist ja nicht nur der den Sachverstand hat, sondern er war Gewerkschaftsführer. Das weiß ja auch der Admiral, das weiß ja auch der Präsident. Du weißt doch, wie man mit diesen einfachen Leuten spricht. Genau, du bist doch jemand, der beide Sprachen spricht. Ja. Du bist unser Zögling. Du kannst richtige Sprache und Pöbel. So, kommen wir mal zum Punkt. Jetzt geht's weiter. Geht's wieder zum Schiff. Genau, der Chief ist nämlich jetzt wieder an Bord, hat die Ventile ja gefunden. Ach nee, das haben wir jetzt gar gefunden. Nicht gefunden. Er hat sie aus, weil nämlich der zweite neue Vorarbeiter, der ist ja in der Zwischenzeit auch in der Brick gelandet, weil er die Ventile versteckt hat. Und der fügt sich jetzt selbst irgendwie Schaden zu, indem er mit den Fäusten oder so gegen die Wände kratzt. Weil er so ganz miese Flashbacks hat zu seiner Verhörung Gefangenschaft unter den Zylonen. Bei den Zylonen, genau. Ja. Und das nimmt der Chief als Druckmittel gegenüber dem anderen Typen, Fenner. Das glaube ich, aber also ich glaube, der hat es da gar nicht, sondern der hat es da wirklich, also ich glaube nicht, dass der da den in dem Sinn erpressen wollte, sondern dass er da noch geglaubt hat, dass er dem
dass er dem hilft. Ja, ja, glaube ich auch. Also indem er diese Zwangslage beseitigt, muss der andere sich nicht mehr so stressen. Genau. Ja, ja, glaube ich auch. Also, aber er setzt ja damit auch den Fender unter Druck, damit er sagt, wo die Ventile sind, weil der es auch weiß. Aber dass er das macht, weil er das selbst nicht sehen kann, wie er sich da verletzt, ist, glaube ich, auch. Ja, und so schnell dürfen beide aus der Brick wieder raus. Genau. Und dann sind die Ventile dran geschraubt, alles ist gut. Und die Maschine wird angeschaltet. Von dem Jungen, dem 12 Jahre alten, kleinen, vorlauten Kerl. Weil er hat das ja noch nie gemacht. Ja, ich dachte erst, das ist doch der hintergeht dich, der macht irgendwas wieder kaputt, aber es läuft tatsächlich. Bricht den Hebel ab, knack. Er ist nach wie vor doch ein Kind. Ja. Und auch dann wenn läuft er schon mit 12 arbeitet. Auf dem Raffinerieschiff. Genau. Was auch nicht gut ist. Was auch nicht gut ist. Ja, und Tyrell guckt sich dann ja noch ein bisschen um und schaut in ganz, ganz viele junge Kindergesichter. Unter anderem auch, der taucht ja wieder auf, der auf dieser Farm gearbeitet hat, der Student. Denn der mal 2 Wochen ein Praktikum gemacht hat, genau. Was ihn jetzt voll in den Arsch beißt. Genau. Und der. Aber war das da schon? Nee, das weil kommt danach, jetzt. Ja, ja, genau. Nee, ja, weil danach geht der doch erst zu Roslyn, oder nicht? Kann um das sein. Zu verhandeln. Das haben wir aber ja jetzt schon besprochen. Ich wollte jetzt mal zum Punkt kommen. Genau, also irgendwann kommt dieser Bauernjunge, der sie ja noch sagt, aber ich bin ja eigentlich nur Student, kann sich da leider nicht rausreden. Der kommt dann ja auf das Raffinerieschiff und als Tyrell zum dritten Mal da ist, gibt es irgendein Problem bei dem Fließband, was sich durchs ganze Schiff anscheinend zieht. Ja. Dieses Endlosband. Genau, da hängt irgendwas fest. Da verklemmt sich irgendwas und die Erwachsenen sind alle zu groß und zu dick, um da dran zu kommen. Und dann kommt dieser kleine Student angeflitzt und sagt, ich kann das. Und er kann es auch. Schiebt seine feminine Hand in die Maschine. Und da wird ihm auch noch gesagt, von dem zweiten Vorarbeiter, pass auf, wenn die, ne? Genau, dem Chief hat er das nämlich nicht gesagt. They are jammed und dann zieh die schnell zurück, sonst ist sie weg. Und dann läuft das Band wieder normal weiter und alle jubeln so, aber der Typ steckt immer noch unter dem Fließband und dann holen die raus und hat irgendwas am Arm. Ja, aber das sah ganz komisch aus. Also ich hätte das doch jetzt so gemacht, dass der Arm ab wäre oder die Hand ab wäre. Das war aber nicht so, oder? Nee, ich glaube, der war einfach so ach so, für mich sah das aus, als würde der Arm im falschen Winkel da. Ja, kann auch sein. Ach so, ich habe das nur ganz kurz gesehen. Das sah für mich nur wie eine Wunde aus. Also für mich war die Verletzung zu unspektakulär. Hör auf zu weinen. Das ist nur eine Fleischwunde. Genau. Ja, und das ist dann der Tropfen, der den Chief zum Überlaufen bringt. Genau. Und er geht dann ja so von einem Spalier von dreckigen Arbeitern beobachtet, ganz zeremoniell zu den An-Ausschaltern und stellt das Förderband ab. Und sagt das, was wir schon Generalstreik. Genau, was wir schon eingespielt haben zu Beginn. Könntest du jetzt nochmal einspielen? Bist du nicht vorbereitet, ne? Dieser Betrieb ist lahmgelegt! Wir streiken! Auch eine coole Bassmusik darunter. Ja, das ist die typische Battlestar, wo jetzt eigentlich noch bum, 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 gefehlt hat. Ich habe mir die Wunde jetzt nochmal angeschaut. Ja. Beim Ellbogen ist es anscheinend, also der Arm ist fast ab. Ach so, er hängt also da noch schön. Was. Ja, ja, er baumelt wirklich dann noch im Ärmel drinnen. Wer hätte keinen langen Ärmel gehabt, wäre der Arm wahrscheinlich eh schon weg. Okay. Aber es baumelt richtig runter. Dann war das doch so, okay. Gut, das Beurteilung vom Profi ist erfolgt. Das Leben gerettet. Ja. Kriegt heute eine Möhre extra. Genau, so. Und dann macht er sich natürlich auch für verantwortlich, weil er den ja sozusagen, der wollte ja noch weg und wollte da nicht mitmachen und der Chief hat ihn ja dann aber
hat gesagt, nee. Gesagt, nein, du stehst auf der Liste. Genau. Die Liste lügt nicht. Ja, und weil der andere Typ ja dann auch noch meinte, sein Kumpel Chief da, wenn wir ihn jetzt, wenn wir ihn jetzt gehen lassen, dann kommen die nächsten. Dann kommen 20 andere, die auch. Naja, er hat ja schon 12 weggeschickt, darum ging es ja. Und wenn er den auch wegschickt, dann spricht sich das rum. Ja. Figurski oder sowas heißt der Typ. Der schon so fies zu Seelix? Seelix war, ja. Seelix war, ja. So ein richtiger alter. Das war ganz schön dreckig. Das war voll, ja, das war sehr schön. Anthony Figurski. Und dann macht der Chief aber was sehr Dummes, finde ich. Er geht zurück auf die Galaktik. Nein, der weitet einen Streik eines... Generalstreik halt. Ja, aber der weitet das aufs Militär aus. Das ist doch total dämlich. Das ist ziemlich... Ja, aber so ein richtiger... Also für die Militärangehörigen war es ja jetzt kein Generalstreik. Die haben ja nur gesagt, wir machen nur ganz wichtige Dinge. Und also, naja, die haben ist ja doch egal, ob es ein Generalstreik ist oder nicht. Es ist Meuterei. Und das ist doch dämlich. Wieso macht er das denn? Um zu eskalieren. Naja, das bringt ihm nicht so viel. Ja, das hat er ja auch schnell gemerkt. Aber ich sag mal so, er lernt ja noch. Also genau, der macht das ja noch nicht besonders lang. Ja, genau, aber wenn er das jetzt nicht gemacht hätte, dann hätte ja Adama... Hätte er gar nicht so schlechte Karten gehabt. Vielleicht hätte Adama tatsächlich genau das Gleiche gemacht, wie er jetzt gemacht hat. Aber das glaube ich nicht. Weil, jetzt sieht Adama ja das rote Tuch. Genau. Weil, also um alle Leute mal aufzuklären, auch die uns gerade zuhören, was passiert, das hat mehrere Piloten dann zum... Und kein Battlestar Galactica gucken, sondern einfach so. Sondern noch immer Lost, aber im falschen Podcast gewischt haben. Mehrere Piloten kommen halt zum Flugdeck und wollen wollen starten, aber das gesamte Deckpersonal sagt, nein, wir streiken. Nur wichtige Missionen werden bedient, quasi. Und dazu gehört jetzt nicht irgendeine kleine Patrouille oder einfach mal raus. Genau. Einfach und mal ein bisschen die Beine vertreten. Geht's in die Brick. Es geht nicht nur in die Brick, sondern Adama will dann ja auch sofort Kelly hinrichten. Ja, was macht er? So verfährt man ja mit Meutern. Das ist echt, aber da ist er der Bad Cop. Ihr habt gerade die Luftschleuse überlebt, aber das kann man auch ändern. Beim Militär gibt es halt keinen Streik, da ist kein Streik vorgesehen. Ja. Und deswegen verstehe ich das nicht, warum er das macht. Aber ich glaube, so das hat er einfach nicht so richtig durchdacht. Der war glaube ich, in seinem Streik, oh, alle jubeln mir zu, das heißt, es müssen noch mehr Leute streiken. Aber es macht Adama ihm ja mehr als klar, dass das Militär ausgenommen ist davon. Das geht ja auch ruckzuck und der Chief, der knickt ja auch ganz, ganz schnell ein und sagt, ja, okay, blöde Idee, lassen wir sein. Und das, obwohl ihm Adama ja gar nichts zubilligt, sondern sagt, hier ist Schluss, sonst ist deine Frau tot. Und danach sagt er, ja, okay, los jetzt, du hast einen Termin bei der Präsidentin wegen deiner Arbeitskampfverhandlungen. Ja. Und da kommt er langsam auf den Trichter, dass sie ihn als den neuen Gewerkschaftsvorsitzenden sieht. Ja. Genau, da kommt er nämlich gar nicht drauf, gell, dass sie suggeriert ihm das. Sagt man das so? Sie aufoktroyiert ihm das. Nein. Das sagt man nicht. Das weißt du ganz genau. Stimmt, sie oktroyiert ihm das auf. Nein, das sagt man auch nicht. Sie suggeriert es ihm rein. Genau. Sie streicht es ihm auf. Heißt schon aufzwingen. Sie streicht es ihm aufs Brot. Ja, genau. Sie streicht es ihm aufs Brotaufstrich. Und prügelt es ihm danach ins Gesicht. Genau. Dass er der neue Gewerkschaftsführer wird. Ja. Ja, und das ist ein Schritt in die gute, richtige Richtung. Weil sie anscheinend auf den Trichter gekommen ist, dass es so auch nicht weitergeht. Und sie eigentlich ja als eine demokratisch gewählte Präsidentin ist sie ja auch noch die Demokratie, also auch eine demokratische Präsidentin sein sollte. Nicht nur demokratisch gewählt, sondern auch eine demokratische Präsidentin.
Ja, und vor allem auch, dass die Menschen mehr tun müssen, als nur existieren. Das haben wir ja schon öfter, also diese Diskussion haben wir ja schon öfter mal gehabt. Dass sie höhere Ansprüche haben müssen, als einfach nur zu funktionieren. Und dann enden wir noch auf einer High Note. Wenn alle auf dem Deck wieder arbeiten und Kara Trace kommt an und sagt, ich liebe Liatan, dass sie sagt zu Seelix, dass diese nicht in ihrer Uniform ist und 20 Minuten zu spät zum Briefing ist. Ja, so ein typisches. Denn sie ist nun Pilotin und bekommt vom Chief dann ihre Offiziersinsignien angestellt. Ja, weil es dürfen ja nur Offiziere fliegen. Ja. So ein typisches Militärspielerei. Es ist als Belohnung gemeint, aber als Bestrafung gespielt. Ja, sie scheißt sie ja noch so richtig an, aber grinst sich einen in die Backe, aber Seelix grinst ja auch sehr. Ja, das wissen ja beide Seiten. Das ist sehr schön gemacht, fand ich. Ja. Und laut Wikipedia ist es kein Ensign-Zeichen. Sondern? Keine Ahnung, ob das stimmt. Lieutenant Junior Grade. Ach so. Ha. Steht, the prop department still hasn't produced any Ensign rank insignia. Like in Scar, Lieutenant Junior Grade I used. Okay. Ja, kann man ja dann damit rechtfertigen, dass es die einfach nicht gab auf der Galaktika. Ja. Es gab leider kein Stempelschiff. Ja. Ja. Es muss erst noch ein Battlestar vorbeikommen, den man insignienmäßig ausschlachten kann. Ja, stimmt. Als anders als hätte Adama seine Admiralsdinger ja auch nicht gekriegt. Das waren die zweite Garde von. Ach Gott, jetzt habe ich ihren Namen schon vergessen. Kane? Admiral Kane. Khan. Gut. Sonst noch was? Nö. Also Folgen werden ich fand den besten Satz von Balta, der mit dem er den Chief auch gekriegt hat, da war der Chief, glaube ich, schon am Gehen, wie er noch so gefragt hat, ob er glaubt, dass jemals hier jemand die Flotte kommandiert, der nicht Adama mit Nachnamen heißt. Ja. Mhm. Da habe ich auch überlegt, und wer könnte es denn sein? Da habe ich ja gedacht, der Tai, nein, das gab es schon mal, das ist nicht gut ausgegangen. Aber da habe ich an Hilo gedacht. Und da konnte ich mir es irgendwie vorstellen. In ein paar Jahren. Viel zu emotional. So war das ja aber auch gar nicht gemeint. Ja, auch in ein paar Jahren. Also ich glaube, dass der noch ein bisschen wachsen müsste, aber bei dem könnte ich mir es vorstellen. Das war eine rhetorische Frage. Aber die beantworte ich immer. Rhetorische Frage. Es wäre schon witzig gewesen, wenn der Chief umgedreht hätte und gesagt hätte, ja, also ich würde es sagen. Aber ich finde es trotzdem eine interessante Frage, stimmt, um drüber nachzudenken. Hast recht, ja. Von den Charakteren, die es gibt, da Dings hier auch in ein paar Jahre später. Hotdog. Nein. Unsinn. Wie heißt er denn? Der immer die Sprünge berechnet. Ah, Gator. Ja, genau. Ja. Ja. Der könnte das auch. Gut, das hätten wir jetzt geklärt. Der gibt dann nur die Befehle weiter mit so einer Hunde. Wenn sie nicht so runtergeschrieben wären worden, könnte es bestimmt auch die. Wo übrigens, das habe ich auch gelesen, es ursprünglich so gedacht war, dass man diesen Klassenkampf wieder mit den Sagittarion machen wollte. Dass sie ihr eigenes Schiff bekommen. Ach so. Am Ende der Folge. Aber die Produzenten haben gesagt, naja, das finden sie nicht so geil. Wir machen lieber den Klassenkampf daraus. Okay. Und dann sollte nicht anstelle von Tyrell wirklich die Stimme der Sagittarier sein. Ja. Weiß ja nicht, wie viel Ronald D. Moore mit der Folge zu tun hatte, aber für mich ist das fast wie eine klassische Star Trek-Folge. Das ist so eine typische gesellschaftliche Probleme
Diskutieren-Folge. Und am Ende gibt es irgendwie eine Lösung, oder also es gibt einen Konflikt, am Ende gibt es irgendwie eine Lösung. Und dann positiv aufgelöst. Genau. Und dann hört man vermutlich da jetzt nichts mehr von. Nie wieder was davon, ja. Ja. Dann sieht man, wie die Galaktika in den Warp-Raum springt. Ja, genau. Mit ihrem neuen Thylium. Aber da muss ich tatsächlich sehr dran denken, dass das wie so eine klassische Star Trek-Folge aufgebaut war. Mhm. Mhm. Wo du jetzt den Vergleich ziehst, ja. Sehe ich sofort. Also wäre eine gute Next Generation-Folge. Gab es bestimmt da auch schon. Mit Sicherheit schon dreimal. Und in der Originalserie auch schon zweimal. Ach, Kirk hätte die doch alle geluftschleust. Ach was, Kirk noch nicht? Nein. Nein, nein, nein. Kirk ist doch kein Adama. Oh, ich habe jetzt, ich schaue ja jetzt gerade DS9 zum ersten Mal und kam zu einer Folge, wo sie auf Kirk Referenz genommen haben, wie er damals im anderen Universum gelandet ist. Im Spiegeluniversum? Mit den Tribbles? Ja, genau. Mit den Tribbles? Nee, das war ja nicht im Spiegeluniversum. Nee. Im Spiegeluniversum. Wo er den Imperator Spock da so beeinflusst hätte, dass die ganzen Terraner eigentlich am Ende untergingen. Okay. Weil das in der Folge sind Terraner dann Sklaven. Passt zu der hiesigen heutigen Folge. Das ist das, wo Spock so einen Spitzbart hat, oder? Ich kenne die Originalfolge nicht. Also in der DS9-Folge nehmen sie halt Referenz darauf und sagen, dass das der Einfluss des Kirks im Spiegeluniversum ausgelöst hat, dass das terranische Imperium zusammengefallen wäre. Ach so. Aber wahrscheinlich hat er einen Spitzbart. Das kennt man ja von Futurama. Der Bart macht den Unterschied. Okay. Dann kommen wir zur Bewertung. Und fang doch mal an, Tim. Wollte ich gerade sagen. Und wieder mit den ersten Worten dann, Tim. Viel Spaß. Ich habe es eigentlich schon gerade so ein bisschen eingeleitet. Das war jetzt so keine Folge, die jetzt so richtig eine Folge in der Handlung an sich ist. Also man könnte es schon so fast als Füllfolge bezeichnen. Aber sie war nicht schlecht, fand ich. Also wenn man so solche Star Trek-Folgen mag, kann man sich das schon angucken. War okay. Hat uns jetzt in der Serie selbst wahrscheinlich nicht so richtig viel weitergebracht, weil ich nämlich tatsächlich glaube, dass man davon nie mehr irgendwas hört. Aber das gibt's ja durchaus öfter, auch bei Battlestar Galactica solche Folgen. Und ich finde die auch nicht per se schlecht. Lange Rede, kurzer Sinn, ich gebe ihr 7 Punkte. Mario. 7 Punkte, so. Ich gebe natürlich keine 7 Punkte, weil ich die Folge so fad fand. Die war wirklich fad. Also ich habe jetzt wirklich durchgeschaut, also wenn eine Folge wirklich, wenn die mich nicht interessiert, dann schaue ich immer irgendwo hin und schaue aufs Handy. Ich meine, ich habe schon reingeschaut die ganze Zeit, aber irgendwie schon wieder eine Füllfolge, und das ist halt ein bisschen lästig. Bringt natürlich nichts weiter. Ein paar Szenen waren schon ziemlich gut, ja. Und ich weiß nicht, keine Ahnung. Mir fallen nicht mal Argumente ein, warum die Folge jetzt schlecht war. Aber mir hat es gar nicht getaugt. Also ich gebe nur 4 Punkte her. Okay, Jan? Da muss ich Mario ein bisschen widersprechen. Also nicht dadurch, dass es eine quasi Füllfolge war und nichts zum großen Handlungsbogen beitrug. Das hast du ja auch schon gesagt. Aber ich finde, solche Folgen sind sehr wichtig, um der Serie ein bisschen mehr Volumen und Dimension zu geben und die nicht so eindimensional wirken zu lassen, sondern der Flotte noch so ein bisschen Leben einzuhauchen. Ne? Da passiert nebenher noch was, und das hat vielleicht auf unsere Serienhandlung keine Auswirkungen, aber es hat doch Relevanz, was das Gefühl von Geschichte und Handlung in dieser Flotte angeht. Und mir hat die Folge sehr gut gefallen, weil ich alle Charaktere sehr überzeugend und glaubwürdig, mitunter auch frustrierend fand. Und ich gebe dir 8 Punkte. Okay, und zuletzt Phil. Ja, also sehr guter Punkt, Jan, dass das so Folgen wichtig sind, finde ich, auch ohne
Konsequenzen über die Folge raus, um einfach dieses Universum ein bisschen größer zu machen, um halt so ein Aufmerksamkeit zu lenken auf Dinge, die die ganze Zeit irgendwo im Hintergrund passieren, aber jetzt nicht wirklich wichtig für die Haupthandlung sind. Das finde ich immer gut, wenn man sich dafür Zeit nimmt, solange halt das Verhältnis stimmt. Die Charaktere, die man hier gesehen hat, fand ich durch die Bank eigentlich stark. Dem Chief schaue ich immer gerne zu. Balta hatte ganz starke Momente in der Episode, finde ich. Die Präsidentin auch, Adama. Das fand ich rundum gut gemacht. Und ich bin auch ein, wie sagt man denn auf Deutsch? Keine Ahnung, ich bin ein Sucker für so Thema. Also so Klassenkampfgeschichten finde ich immer gut. Da bin ich immer dabei. Also ich war bei der Folge überhaupt nicht versucht, nebenbei auf Twitter rumzugucken oder so. Also ich gebe der Folge 8 Punkte. Okay, dann letzte Worte. Ja? Auf IMDb, die Bewertung haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Oh ja. 7,5 Punkte. Okay. Ja, da liegen wir auch ungefähr dann. 2x8, einmal 7, einmal 4. Ich zieh's runter. Ja. Dann letzte Worte. Ich fange an und sage, nicht so arm dran. Oh, das hätte sogar ein Folgentitel sein können. Das hat schon gewonnen. Adama kann mich mal. Okay. Jan? Streik in der Zuckerfabrik. Und Phil? Klassenkampf im Weltall. Okay. Oh, auch cool. Und damit? Klassenkampf mit Arm ab. Damit verabschiede ich euch und uns und mich und dich. Alle. Und alle. Bis zum nächsten Mal. Macht's. Tut schon weh. Überarbeitet euch nicht. Genau. Und morgen ist der 1. Mai übrigens. Genau. Tag der Arbeit. Ciao. Yeah. Tschüss. Ich habe letztens eine Grafik gesehen, wie das Bruttoinlandsprodukt steigen oder fallen würde, je nachdem, ja, man kenn ich die auch. Hauptstadt rausrechnet. Ja. Und in Deutschland wird es wachsen. Ist das einzige Land, bei dem das so ist, ja. Bei allen anderen. Ja. Das ist krass, wie sehr es in Griechenland oder auch in Frankreich ja. Abhängig ist. Ist ja. Aber auch in England glaube ich, ja. Aber immer wenn ich in Frankreich bin, merke ich, boah, Paris ist was völlig anderes als dieses Land. Ich war noch nie in Paris. Also als der Rest des Landes. Ich war noch niemals in Paris. Ah, nee. Ich war noch niemals auf Hawaii. Habt ihr auch gedacht, ich suche gerade die Szene, ob Seth Rogen in der Folge mitspielt? Ah, jetzt habe ich sie gefunden. Nein. Der zweite. Ich weiß nicht mal, wer Seth Rogen ist. Dann hast du es wahrscheinlich nicht gedacht. Also ein Typ auf dem Raffinerieschiff, wenn der Chief da langläuft. Aber ich glaube nicht, dass er da mitspielt. Der, ich dachte, dem die Haare da so wie zur Seite wegstehen. Ja, genau. Ja, ich kopiere es gerade rein. Da dachte ich einen Moment, oh Gott, das Kanadier, ist der kann schon mitgespielt haben. Ja, genau. Das ging mir auch so. Da musste ich echt nochmal zurückspulen. Aber den hätte man an der Lache erkannt. Die ist so grauenhaft. Ja. Und der Typ ist jetzt Seth Rogen oder ist das das aus Das ist Bandista? Nicht Seth Rogen. So. Das ist der aus der Galaktik. Stimmt, wenn ich das Bild in Wikipedia gucke, sieht er so aus. Oh, da sind wir. Du warst doch letztes Mal in Frankreich. Warst du nicht? Irgendwann in Frankreich. Angezündet. Genau. Du und Franken zusammen. Genau.
Wir saßen da auf dem Campingplatz und plötzlich kam mal, Notre Dame brennt. Und alle, oh mon Dieu. Aber der Campingbesitzer, der hat das sehr mit Humor genommen. Am Osterabend haben wir halt da gefeiert. Dann kam er mit 2 Flaschen Wein und meinte, this is good old wine, like made in the traditional way, like Notre Dame. Okay. Hat er dir in der Kehle gebrannt? Es war ein Weinbrand. Und ja, bei euch, wie war Ostern? Och, ja, Verwandtschaft. Gedürzt. Ja, genau. Rumfahren, Verwandtschaft. Und dann waren viel zu schnell die Feiertage vorbei. Obwohl jetzt 3 Wochen am Stück mit nur 4 Arbeitstagen waren. Sind. Ja, bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Wieso denn 3 Wochen am Stück? Ja, der Freitag von Ostern, der Montag von Ostern und morgen. Ja, das war bei mir aber auch nicht so, weil ich nämlich von letzter Woche Mittwoch bis heute Urlaub habe. Ja, da könnte ich die Feiertage auch nicht genießen. Ich habe heute Arbeiten von Studenten korrigiert. Ja, das war sehr bescheuert. Freude. Das schon, weil ich habe denen als Aufgabe gegeben, einen Informationsflyer für ein Geothermie-Projekt zu designen. Und manche haben sich da richtig reingekniet. Manche haben eine Corporate-Verarsch-Aktion draus gemacht. Die haben da ihre Schwarz-Weiß-Bewerbungsfotos da rein und irgendwelche Stock-Image-Bilder von glücklichen Menschen und so weiter. Und andere haben auch wirklich Informationen reingepackt. Die haben eine gute Note gekriegt. Aber ich habe auch Pluspunkte für Originalität reingegeben. Kreativität. Eine Gruppe hat Risiken der Geothermie, haben die in eine Art FAQ verpackt. Da stand dann irgendwie Lukas in Klammern 18 fragt, kühlen wir die Erde nicht damit aus? Und dann eben so ein paar Antwortsätze dazu. Das fand ich auch ganz cool. Okay. Hermann 63, was passiert mit meinem Geld, wenn das Projekt schief geht? Mit ihrem Geld passiert nichts. Dann aber. Ist es weg. Das hat mir jemand anderes. Wie hat er den Dialekt hingekriegt im Schriftlichen? Da wirst du dich wundern, wie die manchmal auf Deutsch schreiben. Die haben ja auch Wörter, die gibt es im Hochdeutschen gar nicht. Und ich muss dann immer erstmal nachgucken, bevor ich denen irgendeinen Rechtschreibfehler dran schreibe. Du schreibst Leuten Rechtschreibfehler? Rechtschreibfehler interessieren euch? Mich interessieren die, weil ich schon so viel gelesen habe von so vielen Studenten und Studentinnen und ich einfach angefuckt bin von dieser Degeneration der Sprache. Gut, diese Schweiz Degeneration von Sprache her. Die Degeneration der Sprache. Von Sprache. Von Sprache im her. Allgemeinen. Von Sprache her. Fong. Fong. Lecker Fong. Obwohl ich hier in der Schweiz natürlich das Problem habe, dass es die Möglichkeit besteht, dass es keine Muttersprachler sind. Hier gibt es ja 3 verschiedene Sprachen oder 4 verschiedene. Ich habe kürzlich von irgendeiner vierten gelesen. Genau, es gibt eine vierte, die sprechen insgesamt 2 Menschen. Ja. Ja. Deutsch. Die sind aber Gott sei Dank nicht bei mir im Studio. Ach so. Aber es kann eben immer vorkommen. Was ist denn die dritte, wenn die zweite Französisch und die erste Deutsch ist? Italienisch. Ach, Italienisch, das wusste ich nicht. Dann gibt es halt noch irgend so einen hochalpinen Kram. Bei mir steht ja, hier Status Error. 3 Bauern sprechen. Ja, das geht wieder weg. Der geht wieder auf okay. Das kannst du einfach ignorieren. Muss man so in den Monitor klopfen. Solange du uns noch hören kannst. Ja, ich sehe ja auch, dass alles gut aufgezeichnet wird. Es ist heute sehr, sehr seltsam. Alles klingt total gut von Anfang an. Ich glaube, Jan hat sein Mikro bewegt. Genau. Wenn Mario dazu kommt, wird es bestimmt unangenehm. Stimmt. Und die Tonqualität wird schlecht. Ich kann ja mein Auto-Backup noch mal pausieren, nicht, dass das anspringt. Aber ich habe ja inzwischen so viel Upload, kann ja nichts mehr passieren. Warum? Ach so,
dein Leid. Ich dachte, du. Internet ab. Du hast mittlerweile so viele Dinge, die du hochladen musst, aber das meintest du ja gar nicht. Nee, ich meinte das. Dann hat sich alles erledigt. Ja. Gut, gut, gut. Sonic the Hedgehog Official Trailer. Ja, interessiert mich überhaupt nicht. Also, ich habe keine emotionale Verbindung zu diesem Spiel. Das ist ja Jim Carrey. Ich habe nur gesehen, dass ganz viele Leute darüber schimpfen. Andererseits war das halt auf Twitter und da schimpfen Leute gerne. Oh, da ist ein General oder sowas, das ist Colonel Tai. Ich habe neulich auch irgendwo Peter Hogan gesehen oder wie der heißt. Heißt der Colonel Hogan? Nee. Aber Hogan heißt er doch, oder? Ich glaube schon, ja. Colonel Hogan. Michael Hogan. Vielleicht habe ich das auch in irgendeiner Vorschau gesehen oder so. Ich habe es bis jetzt geschafft, noch nichts über Dings hier zu hören. Wie heißt der denn? Über Avengers Endgame. Was ist das? Der neue große Superheldenfilm, der hat sein Startwochenende irgendwie über 1 Milliarde eingespielt. Habe ich es wohl auch geschafft? Ja. Nein, ich habe tatsächlich das Wort schon mal irgendwo gelesen. Dann habe ich gesagt, interessiert mich nicht, weg. Ja, ich gucke mir den erst jetzt am Wochenende an, weil ich hoffe, dass dann nicht 200 andere Leute mit im Saal sitzen. Ich habe kürzlich irgendeinen Tweet gesehen, der jetzt zu dir total gut passen würde, aber die findet man ja immer nicht so schnell. Ah doch. Du musst nur Game of Thrones durch Avengers ersetzen. Das ist ja, das ist echt ein Film, da schaue ich nicht mehr als den Trailer von. Der gleiche? Hä? Nein, ich habe gerade zu mir selber gesprochen. Ich habe den Sonic-Trailer geguckt. Ja. Ach, du hast den Sonic-Trailer geguckt. Ich sag so, okay, verstehe. Das hast du doch heute schon mal gepostet, oder? Ja. Habe ich das auf Twitter gesehen? Ja. Wahrscheinlich habe ich das auf Twitter gesehen. Das ist bestimmt mein Retweet auf Twitter. Favorisiert hat es, ja. Ja, Game of Thrones bin ich auch. Ja, so geht es mir auch. Ich habe die neue Staffel nämlich auch noch nicht gesehen. Ich auch. Das ganze Internet ist voll, wow. Es ist mir auch völlig egal, wenn mich jemand spoilert. Ja, das ist mir bei Endgame total egal. Mir inzwischen bei allen total egal. Ich habe ja noch nicht mal den davor gesehen. Wie hieß der? Infinity War. Genau. Und ich habe auch nicht den davor gesehen. Wie hieß der? Das war mit dem Roboter. Ultrons irgendwas. Age of Ultron. Und den davor, den habe ich gesehen. Ah, das ist ja erst so 6-7 Jahre her. Ich habe den ersten gesehen. Ja, das war der. Ach so. Der war, glaube ich, nur Avengers. Der war ein mittelmäßiger Film und da habe ich mir gedacht, dann muss ich auch den zweiten nicht mehr gucken. Der zweite ist auch schlechter. Die hatten eine sehr interessante Taktik in der Game of Thrones Folge, war ja jetzt eine ganz große Schlacht. Ja, habe ich gehört, haben sich schon alle beschwert, man hätte nichts gesehen. Das ist eine komische Taktik. Das Problem, das ist, dann haben die alle einfach ihre Monitore nicht sauber eingestellt. Ach so. Also ich habe alles gesehen. Nein, aber die haben ihre Katapulte, haben die vor ihre Truppen gestellt und haben einmal ihre Katapulte abgefeuert. Und dann war der Feind da. Katapulte. Wer benutzt auch Katapulte, wenn man Trieböcke benutzt? Vielleicht war die Strategie. Da mache ich keinen Unterschied. Es waren bestimmt Trieböcke. Vielleicht war die Strategie, dass dann kein Feind mehr da ist, nachdem die alle einmal abgeschossen haben. Dann war es keine gute Strategie. Kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt. Wow. Das haben die sich wahrscheinlich auch gedacht und haben beschlossen, dann verzichten wir einfach auf Pläne und jeder macht, was er möchte. Dann können wir nicht negativ überrascht werden. Aber ich freue mich schon auf Dark, Staffel 2. Ja, ich auch, weil ich dann nämlich die Staffel 1 gucken will. Ich habe sie auch am Freitag und Samstag gesehen. Ich habe sie ja schon mal gesehen, aber jetzt habe ich sie nochmal geguckt, weil das schon. Ah, und da du Urlaub. Entschuldigung, ja, sprich. Ja,
Nee, redet. Also samstags habe ich ja meistens Urlaub und ich konnte nicht mehr aufhören zu gucken, weil ich... Und du hast bestimmt Bosch auch schon geguckt. Nein, nur die erste Folge und dann habe ich erst Dark dazwischen geschoben. Ich habe es schon fertig. Du hast es schon fertig, echt? Ja. Okay. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich mit Bosch schneller fertig bin. Nee, aber das werde ich jetzt noch weiter gucken, genau. Aber Dark ist so eine Serie, da kann ich nicht mehr aufhören zu gucken, wenn ich da angefangen habe. So ähnlich, also es ging mir bis jetzt erst einmal, glaube ich, so, und das war bei Dexter. Mhm. Da habe ich auch die erste Staffel einfach. Da habe ich auch dran gedacht gerade, ja. Aber da hatte ich auch nur die erste Staffel gesehen im Flieger nach Australien. Da habe ich fast alle Folgen. Okay, da muss man ja, da kann man ja sonst nichts machen. Wenn man dann du könntest auch noch Interstellar auf dem kleinen Monitor gucken, aber das ist noch bescheuerter. Arrival auf dem kleinen Monitor geguckt im Flieger, das war jetzt auch nicht so. Ist das der mit Charlie Sheen? Dieses vertikale Raumschiff da rumsteht. Ach, dieser neue Film. Wie heißt denn der noch? Der ist auch von dem Villeneuve. Genau. Jacques Villeneuve. Von Jacques Villeneuve, dem Rennfahrer und Regisseur. Ja. Ich habe letztens den Joker-Trailer, den fand ich sehr gut. Den fand ich auch gut. Den fand ich auch hammergut. Den werde ich auch gucken. Ja, da fand ich schon den ersten Teaser richtig gut, was nur so ein paar Sekunden auf sein Gesicht war, wie er lacht. Wo ich halt denke, das ist so ein, also jedenfalls dem Trailer nach, ein erfrischender Blick auf eben dieses ganze Comic-Genre und nicht immer dieses. Das Standardrezept von Superheldenfilmen. Ja, ich mag den Schauspieler eh. Wer ist das? Der Joaquin Phoenix. Da steht auch noch bei einem Film von dem bei mir auf der Watchlist, You Were Never Really Here. Habe ich auch schon gehört. Wo er diesen traumatisierten Veteranen spielt, der Entführungsopfer frei haut. Wollten wir uns beide im Kino angucken und haben es nicht gemacht. Ja, mit einem Hammer. Ach, das ist Arrival, dann habe ich das verwechselt. Nein, das ist The Arrival. Ach so. Du warst schon richtig mit Arrival. Ich musste jetzt noch beweisen, dass ich nicht völlig daneben lag mit Charlie Sheen. Arrival? Ah, das mit dem SETI. Habe ich nie gesehen, glaube ich. Mit dem SETI-Programm. Vor, keine Ahnung, als Teenager habe ich den gerne gesehen. Mhm. The Arrival. Kenne ich gar nicht. Wow, aber bei Letterboxd ist da ja ein tolles Bild von Charlie Sheen, von hinten unten. Auf den Arsch. Das ist nur sein Arsch. Hat gar nicht so eine gute Bewertung. Also der Arsch nicht, sondern der Film. 2,8. Ja, wie gesagt, als Teenager fand ich den gut. Ich habe ihn auch seither nicht wieder gesehen. Habe ihn, glaube ich, noch nie gesehen. Das war ja so die Zeit, wo mehrere von diesen Art Filme kamen, oder? Wo auch hier mit Contact. Genau, Contact kam da auch. Oh Gott, Contact. Und die habe ich alle hier, geguckt. Contact habe ich, glaube ich, auch. Ist das nicht geguckt. Das, wo sie durch diese Sphäre fällt? Echt? Ich dachte, das wäre das, wo die am Ende sich im Keller verschanzen und die Aliens dann da reinkommen. Oder ist das wieder was anderes? Contact sieht man die doch gar nicht. Nein. Contact ist doch mit der Frau. Wie heißt sie noch? Mit Jodie Foster. Jodie Foster, ja. Genau. Ja, aber da siehst du nirgendwo Aliens. Echt? Es gibt auch noch so einen, der kam auch in der Zeit und dann kommen irgendwann die Aliens und am Ende verschanzen sie sich im Keller. Ist das hier mit Mel Gibson? Ja. Ja, nee. Dieser Kornkreise-Film. Wie hieß denn der noch? Ich dachte, das wäre Contact. Ah, von dem Shyamalan. Wo ja auch gesagt wird, das sind überhaupt keine Aliens, sondern Dämonen und das ist eigentlich alles so ein Mel christlicher Alien-Movie. Science. Du musst nur Mel Gibson Alien eingeben und dann kommt Science. Zeichen. Ist doch egal, ob das Dämonen oder Aliens sind. Der kam 5 Jahre später. Ah, tatsächlich. Aber da spielt auch Joaquin Phoenix mit. Ah. Ja, der war. Der Kreis schließt sich. Mel Gibsons Bruder oder sowas. Der war auch der Böse in Gladiator. Und er da war Johnny Cash. Da habe ich ihn richtig hassen gelernt. Der sieht ja auch aus wie Mel Gibson. Ich habe gerade auf Joaquin Phoenix geklickt auf Wikipedia und dachte erst, das ist Mel Gibson.
Deswegen spielt er auch seinen Bruder wahrscheinlich, weil die sich ähnlich sehen. Ja, damals sahen sie sich damals schon so ähnlich. Das Bild ist ja nicht von damals. Ich habe ja in Wikipedia geguckt. Ja, aber Mel Gibson ist so in meiner Wahrnehmung nie wirklich gealtert. Immer noch Lethal Weapon. Du hast vielleicht. Oh ja, vor allem mit der Matte. Hast du Her gesehen? Nee. Da spielt er auch mit. Und das ist ein sehr guter Film. Solltet ihr euch angucken. Her, H-E-R. Habe ich auch schon von gehört. Gehört. Ah ja, mit Joaquin Phoenix. Der steht der auf meiner Watchlist? Nein, jetzt aber. Ist das nicht auch eine KI oder so? Ja. Ah, da habe ich da schon von gehört. Es wird nicht lustiger, wenn man es zweimal sagt. Ja, doch ein bisschen. Doch ein bisschen. Naja, aber ja, muss ich mal gucken. Ja. Ich dachte gerade, ich hätte ihn schon gesehen, aber ich habe ihn verwechselt mit Dingens.